abzugeben hat, Andreas. Weil ich kann mich erinnern, am Donnerstag hast du auch mal hier oben gestanden, da waren die Altweiber hier. Die weiße Fahne, die weht da noch. Das heißt, da haben die im Grunde genommen dir die Macht über das Rathaus schon abgenommen. Aber wahrscheinlich haben sie vergessen, den Schlüssel mitzunehmen. So sind sie, die Frauen. Ja, ja, und wir bekommen dann die Schuld, wenn sie weg sind. Ne? Genau. So. Und wir hören schon rucki-zucki, wenn Sie sich bewogen fühlen, da mitzumachen, dürfen Sie das natürlich gerne machen. Damit schön warm wird, mit einigen Sekunden wird der Zug sich hier vorne postieren. Ich bin gespannt. So, und er kommt angeführt vom Deutschen Roten Kreuz. Da sagen wir vielen herzlichen Dank. Wir wollen hoffen, dass in den nächsten Tagen mit nichts passiert und dass alles wirklich ganz, ganz ruhig über die Bühne geht. Jetzt habe ich gerade gedacht, dass wir vom Roten Kreuz, der Rote Kreuzwagen, und jetzt rückwärts fahren. Aber nein, wir sind leider mal zu Fuß hier unterwegs. Genau. Und wir sehen hier vorne an der Spitze Uli Hilbers und Manuel Kaiser. Sie führen den Zug an, gefolgt von der Standarte. Und der Giebelstürmer mit unserer tollen Tanzkarte, die auch auf der Straße ein tolles Bild abgibt. Auf jeden Fall. Und hier kommt der, bahnt sich gerade schon den Weg, der Fanfarenzug. Sie werden ihn bestimmt morgen noch freiwillig erleben können auf der Straße. Bestimmt auch gleich, wenn Sie ihn hören hier vorne. Herzlich willkommen im Fanfarenzug. Und irgendwann gibt es dieses Jahr noch ein großes Jubiläumsfest, habe ich mir sagen lassen. Ja, auf jeden Fall. Und da werden wir sicherlich diesen Mann und Frau starken Verein wiedersehen. Hier beginnt ein tolles Bild ab, sowohl akustisch als auch visuell. Und wir begrüßen ganz herzlich die Turmfalken. Sie werden sich jetzt auch hier vorne ein bisschen postieren. Ein tolles Bild werden Sie abgeben. Dankeschön. Und Michelle und Celine sind auch noch dabei. Michelle, denk nicht so an deinen Nacken. Immer lächeln. Das kommt bei den Leuten immer gut an. Und herzlich willkommen, sagen wir auch der tollen Truppe, den Grafspatzen. Und auch die Kleinen haben noch nicht schlapp gemacht. Die Riesen, die Funken. Ganz toll, was ihr für Bild abgeben. Und ganz herzlich dürfen wir nur noch willkommen heißen, der Mini-Prinzengarde. Sie wird auf jeden Fall auch hier vorne an der Bühne bleiben, gefolgt von der Prinzengarde, welche seit über 50 Jahren besteht, sich von 22 Jahren neu formatiert hat. Sie haben am Freitagabend ein tolles Fest gefeiert, das sei Ihnen gegönnt. Schön, dass Sie da sind auf euer Jubiläum, auch herzlichen Glückwunsch! Und Sie sind amtierender NRW-Meister, auch das wollen wir nicht vergessen. Also alles, was es so im Männertalent zu gewinnen gab, haben Sie schon gewonnen. Wie gesagt, amtierender NRW-Meister. Und unser Prinzenpaar, Siege die Erste und Melanie die Erste, bahnen sich auf den Weg hier oben auf unsere Tribüne. Und wir begrüßen ganz herzlich den Elberan und unsere Freunde aus Dahlen. Ja, die sind sich schon verloren, die Birgit. Und die aktiven Frauen, die Elberhans-Anwärterinnen. Das hat ja eben Andreas schon gesagt. Also, du bist ja ein Jahr lang